Okay, noch einmal grüße euch. Mein Name ist Karl Voigt. Ihr seid hier richtig, wenn ihr was über Emacs Org Mode lernen wollt und wie ihr euch selber organisiert. Wir haben gerade gemerkt im Programm, der Vortrag von Martin Leirer über Testet eine sichere Kommunikationsinfrastruktur ist falsch im Programm abgedruckt. Der ist im Hörsaal 1, das ist dort hinten. Viel Spaß dort. Der ist aber besser. Ja. Okay, so, am Anfang möchte ich gerne das Publikum abchecken, damit ich weiß, mit wem ich es zu tun habe. Einfach nur, damit ich besser auf euch eingehen kann, nicht damit ich möglichst viel Informationen über euch sammle. Wer von euch war schon mal bei einem Org-Mode-Vortrag von mir? Da hat der Kern. Wer war beim ersten Org-Mode-Vortrag vor 2 Jahren, wo ich die Grundlagen gezeigt habe? Okay, wer war letztes Jahr? Die Mehrheit? Okay, wer ist heute? Okay, wer von euch hat den Abstract im Programm zu diesem Vortrag sich durchgelesen? Okay, danke, dass ihr nur wegen mir kommen seid. Wenn Sie euch den Abstract durchgelesen hättet ihr gelesen, dass es eigentlich keinen Vortrag gibt. Ihr könnt es jetzt also wieder geben, wenn ihr wollt. Es sei denn, euch interessiert, was es stattdessen gibt, weil stattdessen habe ich mir gedacht, in Anlehnung an den guten alten Donald E. Knuth, wir machen mal eine Fragestunde. Das ist nämlich das, was letztes Jahr untergegangen ist, was ich eigentlich als zweiten Teil geplant gehabt hätte. Ist sie dann aus zeitlichen Gründen immer ausgegangen. Ihr wisst, ich verzettel mich gern, überhaupt wenn es Org-Mode ist. Und deswegen habe ich heuer den Titel All Questions Answered. Und würde mir gern oder erwarte mir, dass ich von euch möglichst viele knifflige Fragen zum Org-Mode kriege und die zeige ich dann entweder live, wie ich das mache, wie es prinzipiell geht oder nenne euch zumindest Stichwörter, weil alles vom Org-Mode kenne ich noch lange nicht. Also wer hätte gern eine Kurzeinführung von mir, was ich überhaupt mit Org-Mode am Hut habe oder wisst ihr es ja alle? Ah, okay, passt. Dann erzähle ich kurz meinen Werdegang. Mir geht es überhaupt nicht um einen Editor. Also wer da jetzt da sitzt, um einen Flame-War wegen Emacs und Vim zu machen, der hat die ganze Sache noch nicht ansatzweise verstanden. Wo ist denn der Sven? Sven hat eigentlich gesagt, er kommt. Der ist ein Vim-Teil. Also ich habe ursprünglich in den 90ern angefangen mit dem Emacs, aus keinem bestimmten Grund. War eigentlich bis auf... Damals war es noch ein Performance-Issue, bis auf die Performance recht zufrieden. Hab dann Anfang der Nullerjahre auf den Vim gewechselt, aus verschiedenen Gründen, auch aus Performance-Gründen und weil ich halt ein paar Leute kennengelernt haben, die mir sehr coole Sachen vom Vim gesagt haben und habe dann alles mit dem Vim gemacht. Und vor 3 Jahren da bei den Linux-Tagen gab es einen Vortrag über Python-Programmierung und dann hat jemand... Und zum Schluss ist der Vortrag freigegeben worden zu, wer will irgendwas anderes Cooles herzeigen, weil ich habe eigentlich zu wenig Material da. Und da hat jemand in 5 oder 10 Minuten Org-Mode herzeigt und ja, weg war ich. Das war so ein Eye-Opener, dass ich mir gedacht habe, wow, geil, cooles Ding. Erstes Killer-Feature, weswegen ich überhaupt mit dem ganzen Emacs Org-Mode begonnen habe, war, dass man Abhängigkeiten von Aufgaben definieren kann. Also mir ist es sehr wichtig, ich bin so ein Listentyp und tue alles gerne definieren, damit ich nichts vergiss, weil dann muss ich nicht daran denken, dass ich sagen kann, und was weiß ich, die Aufgabe Spaghetti kochen kommt nach der Aufgabe Nudeln einkaufen. Und solange ich Nudeln einkaufen noch nicht abgehakt hast, also erledigt, möchte ich das Spaghetti kochen nicht einmal sehen. Weil ich habe vorher das Problem gehabt, ich habe vorher hauptsächlich den Palm verwendet als Personal Information Management System ich rede schon wieder zu lang, ne? Wenn das uninteressant wird, unterbrecht es mir. Ja. Also Palm, super, das Maß aller Dinge für sehr, sehr viele Dinge. Also ich hab mal gebrauchte Palms auf Ebay gekauft, wo es schon lange nicht mehr zum Kaufen gegeben hat, nur damit die Dinger, dass ich Ersatzgerät habe, wenn die Dinger eingingen. Palm ist echt klasse gewesen. Und da habe ich aber das Problem gehabt, da habe ich immer alles gesehen, die ganze Schneisen. Ja. Beim Org-Mode kann man sehr viele Dinge klüger machen.
Orgmut ist sehr viel und für jeden was anderes. Also in erster Linie ist Orgmut einmal ein Outlining-Tool, wo ich einfach Dinge auf- und zuklappen kann, ja, so wie bei einem Mindmap zum Beispiel, und auch Position tauschen und so weiter. Das ist einmal das Grundlegendste. Entschuldigung, bin Cola nicht mehr gewohnt. Und also das ist das Grundlegendste und so ist der Orgmod auch ursprünglich entstanden, weil der Emacs Outline Mode fürchterlich schlecht zu bedienen war, hat der Herr Schulte, wie heißt er mit Vornamen? Habe ich jetzt vergessen. Deutscher Wissenschaftler hat eben Orgmod erfunden, damit man das deppensicher macht. Also wirklich auf gescheite Keyboard-Shortcuts, wenige Keyboard-Shortcuts. Also ich verspreche euch, auch wenn euch beim Thema Emacs, also der Orgmod ist ein Aufsatz auf dem Emacs-Editor, falls das noch nicht klar ist. Wenn euch das Auswendiglernen von Keyboard-Shortcuts nervt, dann ist Orgmod genau das Richtige, weil ich mir wirklich nur sehr wenige merken muss und die Dinger werden intelligent, kontextbezogen wiederverwendet. Position tauschen, einrücken, ausrücken und so weiter. Das ist dasselbe mit Überschriften wie in einer Tabelle, wie in was der Teufel wo. Okay? Nicht schrecken, wer setzt eigentlich Emacs selbst ein? Emacs einmal. Okay, das ist, würde ich mal sagen, die Hälfte vielleicht. Wer setzt den Orgmod selber ein? Gott sei Dank sind das nicht alle, aber ungefähr auch die Hälfte, hätte ich gesagt. Schön. Für diejenigen, die halt noch überhaupt keine Ahnung von Emacs Orgmod haben, empfehle ich euch, die Unterlagen herunterzuladen von vor 2 Jahren. Von den Linux-Tagen von meinem Vortrag, da habe ich ein paar Links auf ein Tutorial und so ein Teaser, wo ich die wichtigsten Features zusammengefasst habe. Und der Vortrag von letzten Jahr, wo ich hergezeigt habe, was ich mir mit dem Orgmod gebastelt habe, der ist auf YouTube, ist auch verlinkt, heuer. Könnt ihr euch anschauen? Ja, die Qualität ist gar nicht so schlecht. Was wollte ich sagen? Ja genau, Orgmod ist für jeden was anderes. Ihr müsst euch Orgmod so vorstellen, das ist eine riesen Kiste Lego-Bausteine und ich baue mir aus diesen Lego-Bausteinen ganz was anderes wie du oder wie du oder wie du. Das ist je nach eigener Anforderung. Das heißt, wenn ich jetzt da, keine Ahnung, Workflows definiere mit Abhängigkeiten und so weiter, das kann echt blunzen sein, wenn ihr es nicht braucht. Wenn ihr stattdessen Tabellenkalkulation verwendet und eure Arbeitszeiten mitglockt, dann ist das wieder ein anderes Subset von Orgmod. Orgmod ist quasi, eine sehr bekannte Webseite zu Orgmod hat den Subtitel, wenn ich es jetzt auswendig wiedergeben kann, your Digital Life in Orgmod oder irgendwie, in Plaintext, danke, genau, Your Digital Life in Plaintext, und das ist es, weil ich lebe eigentlich komplett, fast zu 100% in Orgmod. Da habe ich ersetzt, Excel verwende ich nicht mehr, seitdem ich Orgmod mache, weil für meine simplen Sachen brauche ich nur Plus, Minus, Summe, Durchschnittswert und das war's. Und das kann ich überall dorthin geben, wo meine Daten sind. Das ist super. Mein Kalender ist das, meine To-Do-List, mein Projektmanagement und so weiter und so fort. Wobei da kommen auf uns später noch Sachen. Aber nur damit ich nicht zu lang quatsch, oder mich verquatsch, hätte ich gern. Gibt schon von irgendjemandem von euch, von einer mutigen Ersten, irgendwas, was ihr gern wissen würdet, wie man das in Orgmod macht? Bitte, Bernhard. Du möchtest. Ja. Also, ich erkläre kurz, was die Agenda ist. Die Agenda ist eine Zeit, also das habe ich nicht geschrieben, das ist generiert worden. Das ist einmal das Wichtigste. Wenn ich Überschriften, Events, To-Dos, was auch immer, mit Timestamps versehe, und das geht sehr flott und sehr einfach, dann ist es eben verbunden mit einer Zeit oder mit einem Tag. Und wenn ich mir meine Agenda für den heutigen Tag generiere, dann sucht der Emacs Orgmod einfach alle meine Dateien durch, und das sind in meinem Fall sehr viele Daten, und stellt mir alles dar, was ich eben mit dem heutigen Tag assoziiert habe. Und ihr habt es gesehen, ich war ganz, ganz fleißig in der Vorbereitung von dem Vortrag und habe die letzten Tage kaum To-Dos abgehackt, nur damit ich da möglichst viel für euch herzahlen kann.
Das ist natürlich sonst nie der Fall. Ich habe nie offene Aufgaben. Aber ich würde das gern kurz durchgehen. Also was sieht man? Ganz oben sieht man, gibt es da einen Laserpointer zufällig? Ja. Du hast einen mit, darf man den ausbauen? Hey, ist das so ein Logitech-Presenter? Ich liebe die Dinger. Nein, brauche ich nicht. Ich habe keine Folien. Super. Wo ist denn da der? Ah, der grüne Strich. Ah, deswegen ist er grün. Meiner ist rot, deswegen. Danke sehr. Man sieht da oben es ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, muss ich so sagen. Es ist alles Text. Ja, es wäre zwar schön, wenn das ein bisschen GUI ist und so weiter, aber da gibt es Schnittstellen. Man kann das in iCal exportieren und woanders anzeigen lassen. Es gibt Schnittstellen zu Google Kalender, wer will, auch über diese iCal-Schnittstelle. Und auch wieder retour. Von 9 bis 19 Uhr habe ich heute Eintragung an Task, der heißt GLT14. Ich habe ihn mit Priorität A gekennzeichnet. Das mache ich einfach nur deswegen, dass ich in einer Kurzfassung meines Kalenders habe ich nur alle hochprioren Events drinnen, damit ich den ganzen kleinen Müll raus habe, wenn ich wissen will, ob ich irgendwann im April Zeit habe. Dadurch weiß ich, ich habe heute keinerlei andere Verpflichtungen, weil mein Vortrag ist mir recht wichtig. So. Ihr seht, ich habe da 13 bis 13.14 bin ich vorher im PDF Kung Fu Vortrag drin gesessen, der übrigens ziemlich genial war. Lauter coole Tools. Danke sehr übrigens, direktes Feedback an den, wie heißt du nochmal? Kurt. Ja, an den Kurt. Hat mir sehr gut gefallen, dein Vortrag. Ich habe sehr viel über PDF gelernt und werde die ganzen Tools daheim fleißig selbst ausprobieren. Da habe ich halt einen Vortrag brav mitgeschrieben, weil da waren einfach so coole Sachen, dass ich einfach das Notebook rausgepackt habe und einfach mitgeschrieben habe alles. Dann 16.14 bis 14.45 ist meiner. Infonova kann es ignorieren, weil das ist jetzt von meinem beruflichen Org-Mod. Also wir sind gerade im 7. Sprint von heuer, das ist kein großes Berufsgeheimnis. Habt ihr dieselben? Wir haben glaube ich firmenweit dieselben Sprints, oder? Okay. Und drunter kommen dann verschiedene To-Dos. Also das da ist zeitlich bezogen und das ist da auf den Tag bezogen. Und da sieht man, da gibt es verschiedene Sachen. Ich habe da keine einzige Deadline, die verwende ich nur bei ganz, ganz strikten Deadlines. Ja. Ihr merkt, das meiste, was ich habe, ist scheduled. Das ist also, ob ich jetzt das eine Issue heute mache oder in 3 Wochen, ist prinzipiell wurscht. Aber wenn ich es gescheduled habe, erscheint es zu diesem Datum auf meinem Kalender. Die Sachen, die schon 8-mal auf meinem Kalender waren, zum Beispiel da Kalender wieder mal exportieren, geht gerade nicht, weil ich gerade ein blödes Issue habe mit dem Export. Das ist schon 8-mal da gewesen, also da merkt man, dass das ist overdue. Die farbliche Hervorhebung, das kann man alles konfigurieren. Also die Scheduled habe ich da und da sind ganz normale To-Dos. Also man merkt, waiting to do started next wait, und ja, das sind Stati, die kann ich mir selber definieren, auch auf Deutsch, auch Israelisch, was auch immer. Ich habe meistens die Standard-Dinger, die es eh überall gibt, also to do, next, started, waiting, done und cancelled. Ich glaube, das war es im Großen und Ganzen. Da unten, der 4er-Block ist ein bisschen speziell, weil das sind sogenannte Habits. Habits sind Dinge, die man wiederkehrend macht und zwar, das ist wichtig, wiederkehrend sinnvollerweise in einem kürzeren zeitlichen Kontext. Also man redet da jetzt von maximal 3 Wochen, weil jedes dieser einzelnen Felder da, ein Block ist ein Tag. Und da sehe ich, also ich habe da zum Beispiel die Inbox.org, da kriege ich Sachen einer von meinem Handy, wenn ich mal URLs abspeichere oder irgendwelche To-Dos markiere. Das tue ich mir jeden zweiten Tag sicherheitshalber ein wiederkehrendes To-Do machen, damit ich nicht vergesse, das zu importieren, damit, wenn ich was am Handy aufgeschrieben habe, das nicht 3 Wochen lang irgendwo in der Cloud hängt. Ich verwende nicht die Cloud. Und jetzt ist auch so ein Strich, ein Tag, und da sieht man, an dem Tag ist das To-Do fällig gewesen und ich habe es erledigt, weil da ist auch der Stern drin. Da war das To-Do fällig gewesen, aber ich habe es einen Tag später erledigt, darum ist es rot und der Stern drin. Wenn ein Rufzeichen ist, dann sieht man, als ich schon sehr lange meine Digicam-Fotos nicht mehr einsortiert habe, da ist alles rot. Desktop, an Rechner möchte ich backuppen, das
ist deswegen da, weil ich das manuell mache. Also ich stecke die Festplatten an und muss das Skript starten. Deswegen habe ich es da auf meiner Agenda. Das ist due an dem Tag, also in 2 Tagen. Und das ist die Pre-Warning Time. Also ich kann sagen, aber zeig mir den Task 4 Tage vorher auf meinen Kalender. Das letzte Mal, als das Backup fällig war, 6, habe ich 2 Tage überzogen. Und so ist das zu lesen. Ja? Staubsaugen habe ich dann auch noch drinnen. Juhu. ITler brauchen das gegebenenfalls elektronisch. So ist die Agenda zu lesen. Und in Bern hat seine Frage war, wenn ich jetzt eine Org-Mode-Datei anlege, das ist eine ganz normale Textdatei mit Extension Org und der Emacs startet halt im Org-Mode und dann den Shortcut wähle für Agenda anzeigen, ich will jetzt da nicht Shortcut-Bashing betreiben, schaut es selber noch, das ist recht einfach zu lernen, die Doku ist erstklassig, wenn man Englisch kann, dann ist seine Agenda leer gewesen. Warum? Ganz einfach, in Org-Mode muss man in eine Emacs-Lisp-Konfiguration reinschreiben, folgende Dateien sind Bestandteil meiner Agenda. Das ist jetzt nicht deswegen, damit Org-Mode euch möglichst eins hinten ins Knackene haut, wenn ihr anfangt, sondern das hat den Sinn, dass ihr 300 Org-Mode-Dateien haben könnt, aber nur 5 davon sind für eure Agenda wichtig. Und das kann sogar pro Rechner wechseln. Also ich habe zum Beispiel privat eine andere Liste von Org-Mode-Agenda-Dateien als in der Firma, weil da blende ich die meisten privaten Sachen aus. Also das ist sehr praktisch. Beantwortet das deine Frage? Ich habe da die Tagesview. Also da gibt es, wenn man V druckt, gibt es da jede Menge Auswahl, was die View in der Agenda betrifft. Also ich habe standardmäßig Tag, dann gibt es aber auch Week und das weiß ich gar nicht. Weiß ich, was das? Fortnite? 14 Tage? Okay, habe ich gar nicht gewusst. Okay, danke. Monatlich, yearly, haha. Space, wenn man da eben verschiedene Sachen um und umstellt, damit man wieder auf seine Standardsicht kommt. Space, Q, komme ich wieder aus der Agenda raus. Time Grid, weiß ich jetzt gar nicht. Und da wird es dann schon speziell, also das zeigt auch interaktive Timestamps aus, also es gibt aktive Timestamps, interaktive Timestamps, die aktiven Timestamps sind mit Spitzenklammern, die inaktiven Timestamps sind mit diesen eckigen Klammern. Das hat den Vorteil, dass ich am heutigen Tag 700 Timestamps oben haben kann, aber nur die aktiven sehe ich auf meiner Agenda. Wenn ich da jetzt drauf drücke, dann kommen ein Haufen Daten dazu. Nämlich bei mir wird zum Beispiel automatisch mitgeschrieben, wenn ich eine neue Überschrift erstelle, dann kommt schon mal ein Created Timestamp dazu, der ist inaktiv. Meistens interessiert es mich nicht, darum ist es ausgeblendet. Weiß ich nicht, oh ja, die hängen zusammen. Clockcheck weiß ich auch nicht, weil ich nicht die Notwendigkeit habe, meine Arbeitsstunden mitzuschreiben, zumindest nicht mit Emacs, Org-Mode manuell, das mache ich automatisch. Da wüsste, weißt du, was Clockcheck ist? Ah, cool. Also, wenn man mit dem Emacs Org-Mode, was sehr viele Leute machen, wie zum Beispiel auch der Alex, seine Arbeitszeiten mit dem Clocking-Feature mitschreiben, dann kann man da schauen, ob man Blödsinn mitgelockt hat im Prinzip, beziehungsweise man kann schauen, was man gemacht hat. Richtig? Danke. Archtrees. Jede Org-Mode-Datei hat ein Archiv-Pendant, also xy.org hat automatisch, wenn man das Archiv einmal verwendet hat, eine xy.org_archive. Das ist super, weil dann kann man die xy.org einfach halten. Dinge, die erledigt sind, die in der Vergangenheit wichtig waren, aber jetzt nicht mehr, die sich aus irgendwelchen Gründen nicht mehr in meinen Fokus befinden, haue ich ins Archiv. Klassischerweise erledigte Sachen. Und Archivdateien werden da nicht dargestellt, wenn ich aber groß A drücke, dann holt er auch die Daten einer. Dann kann man in der Vergangenheit schauen, was hat man gemacht. Clock Report hängt dann auch mit dem Clocking zusammen, nehme ich an, weiß ich nicht. Include Diary, das hängt mit dem alten Diary Feature von Emacs zusammen, da ich das nicht verwende, kenne ich mich da auch nicht so aus. Aber Leute, die das schon länger verwenden in Emacs, die kennen nur Diary. Entry Text, kenne ich auch nicht.
Sorry. Aber kenn halt der Org-Mode ist schier unendlich. Jetzt müsst ihr mir verzeihen, wenn ich ein paar Features einfach noch nie ausprobiert habe. So, soweit die Agenda. Gibt es zur Agenda eine Frage? Ich meine, da gibt es noch sehr viele, was man sagen kann. Ich versuche das nur auf einem kleinen Niveau zu halten, damit wir uns nicht verzetteln. Gibt es zur Agenda eine Frage? Ja? Ah, ja, das ist jetzt dummerweise ein bisschen abgeschnitten, weil ich eine kleinere Auflösung habe. Moment, ich tue mal die Schrift kleiner machen. So, jetzt habe ich die Schrift kleiner gemacht. Kann man das eigentlich nur hinten lesen? Schlecht, oder? Wurscht, jetzt geht es eh nur darum, auf der rechten Seite habe ich meine Tags. Tagging, voll klasse Geschichte, wenn man eben Multiklassifikation und so weiter machen kann. Ich verwende das ganz gern. Ihr seht, es gibt auch die Möglichkeit, Tags zu vererben. Also ich habe zum Beispiel Überschrift GLT14, das ist nur GLT14 mit dem Tag GLT14 und drunter habe ich meinen Vortrag, dann den Vortrag von mit dem PDF und Haufen To-Dos, was ist Vortragsvorbereitung und so weiter. Und die ganzen Unterüberschriften und Unterunterüberschriften, die erben den GLT14-Tag von der Überüberschrift. Das heißt, man kann dann voll super sie minimal halten und sagen, Vortragsvorbereitung. Und ich muss nicht dazu schreiben, Vortragsvorbereitung für die Grazer Linux-Tage, über den Org-Mode und so weiter, sondern ich weiß ganz genau, aufgrund des vererbten Tags, es geht um GLT14. Da kann man dann Tags dazu nehmen, ich meine, man kann es übertreiben, und so, vielleicht so wie ich, das ist Geschmackssache, man kann es auch weglassen. At Stadt heißt bei mir nicht daheim, nicht in der Firma, sondern irgendwo in Graz. LP heißt bei mir Low Priority, das hat andere Gründe, weil dann kann ich die Agenda schneller füttern für Sachen, die nicht unbedingt ganz wesentlich sind, weil das brauche ich hauptsächlich immer nur als Reminder, welchen Sprint sind wir gerade. Rewards sind bei mir Sachen, die mit denen ich mich belohnen darf, wenn ich brav gearbeitet habe. Also das sind auch typischerweise unwichtige Sachen, irgendwas halt am Morgenmod herumdrehen oder irgendwas anderes. Also Reward-Sachen haben keine Priorität bei mir. Waiting ist hoffentlich klar. Ja, und da sind ein paar alte Tags. Ich meine, das Non-Computer, das habe ich früher mal verwendet. Das habe ich schon ewig drin und unten im Maus gelöscht. Habe ich jetzt die Frage beantwortet? Super. Da war noch irgendwo eine Frage. Okay. Haben wir eine andere Frage? Muss ja nichts mit der Agenda zu tun haben. Synchronisierung. Womit? Mit einem anderen E-Mail? Nein. Du kannst das Pseudo-Echtzeit machen, indem du einen Cron-Job einfach alle paar Sekunden ausführst. Ja. Das geht schon, aber ich glaube, das ist nicht Sinn der Sache. Es gibt Schnittstellen zu Google, es gibt Schnittstellen zu, also sagen wir so, der Org-Mode ist sehr kommunikativ, was Import- und Exportformate betrifft. Gerade Exportformate ist ein Wahnsinn. Man kann in alles Mögliche exportieren. Und wenn dein anderes Tool das importieren kann, was der Org-Mode exportiert, dann kannst du quasi so eine halbautomatische Synchronisation zurechtbasteln. Aber das ist dann Handwerk. Und das ist sehr individuell unterschiedlich. Also ich persönlich habe was gegen die Cloud, zumindest nicht die Cloud, die ich nicht im Griff habe. Deswegen mache ich das gar nicht. Das Einzige, was ist, ich habe Mobile Org auf meinem Android-Handy. Das verwende ich aber auch nur hauptsächlich, um etwas in den Org-Mode hineinzubringen und nicht zum Anzeigen und nicht für Kalender und ja. Bitte, ja? Ja, für mich ist die Frage, rennst du den ganzen Tag mit deinem Laptop herum und bei Gelegenheit klopfst du drauf und alles eingehen? Also, ja, wenn ich nicht mein Kastel offen habe, also wenn ich mein Kastel offen habe, dann rennt es so immer Org-Mode. Firma, daheim, ja, weil nichts schneller wie das. Weil da kann ich nämlich, es gibt ein Feature, das heißt Capture, ist ein kurzer Shortcut und da kann man sich Templates zurechtbasteln.
Und da sieht man schon, da habe ich verschiedene Infonova-Templates zum Beispiel von der Firma. Wenn ich da einen neuen Task in der Firma mache, dann mache ich nur einen Shortcut. Dann habe ich da, in dem Fall ist es ein Untermenü. Wenn ich nur S drücke, dann werde ich ein stinknormales To-Do mir hinzufügen. Ja, wenn ich E drücke, dann tue ich ein Event hinzu. Da ist zum Beispiel schon mal Timestamp drin. Ich habe ganz vergessen, ich würde euch gerne mal kurz fotografieren. Hat wer was dagegen, wenn ich ein kleines Foto mache? Niemand? Passt. ihr seid ja alle ganz klar oben. So. Und das Foto kriegt dann einen Timestamp und landet dann zu dieser Uhrzeit auf meinem Kalender in der Agenda. Sage ich euch nur, super. Man muss keine Fotos mehr beschriften. Also mit Capture kriege ich Ideen ultraschnell rein. Mit Template unterstützt. Also wenn ich für Infonova oft Events brauche, dann bastle ich mir einmal ein Template und dann ist das zack drinnen. Ich habe schon angefangen, ja. Das nächste Mal warte ich. Capturen tue ich hauptsächlich am Computer und wenn ich unterwegs bin, entweder, je nachdem, einfach auf einen Zettel aufschreiben. Ja, und ich habe auch so ein Habit, dass ich die Zettel maximal noch 3 Tage durchschaue, ob was offen ist. Einfach nur, damit nichts liegen bleibt. Und Mobile.org. Mobile.org ist total klasse, weil ich lese zum Beispiel RSS ausschließlich auf dem Handy, Nachrichten. Und wenn ich da irgendwas Interessantes sehe, auf irgendwas stolper, Share Link, Mobile.org, Save, fertig, dann ist das in meinem Org-Mod noch. Das ist der Hauptgrund für Mobile.org für mich. Und dann landet das da in meiner Inbox und die tue ich auch periodisch ausmisten. Hat das mit der vorigen Frage zu tun, dann bist du zuerst. Merkst du bitte. Ja. Ja, aber. ja, ich auch. Das ist das, was bei mir gerade nicht geht, weil ich habe gerade ein iCal-Export-Problem. Das liegt irgendwo in meiner Konfiguration, weil ich habe immer Bleeding Edge Org-Mode und da hat sich offensichtlich was geändert und ich muss erst finden, wo. Aber ansonsten mache ich alle paar Tage einen Export, einen iCal-Export von meiner Agenda für die nächsten 60 Tage, glaube ich, oder 30 Tage. Die Datei landet dann vollautomatisch auf meinem Webspace mit einer URL, die nur mir bekannt ist. Und diesen URL habe ich abonniert auf mein Handy mit einem iCal-Tool, das das in mein Handy-Dings einbringt. Und wenn ich jetzt zum Beispiel für ein Event, habe ich ein eigenes Tag erfunden, REM für Remind, also REM15, tut mir 15 Minuten bevor das Event beginnt, bimmelt mein Handy. Und dass das Handy bimmelt, das mache ich mit Tasker. Also es sind ein paar Tools hintereinander geschalten, aber das ist so, wie ich es gern habe, weil da habe ich alles im Griff. Und da kann ich halt für ein Event mir 5 Reminder auch machen, wenn es sein muss. 1 3 Wochen vorher, 1 10 Minuten vorher und dann jede Minute vor ein Event oder so. Alles, was lustig ist, weil mir das ganze System das automatisiert. Also das ist halt auch mehr Setup-Aufwand, aber dann rennt das ganz gut, wenn halt nicht gerade der iCal-Export in meiner Config nicht hinhaut. Okay? Also das ist halt, ich bin Fan von der Idee, für jedes Ding, also nicht eins, was alles erledigt, sondern für jede Aufgabe das Ding verwenden zu können, das das gut kann und meistens nur das gut kann und dafür sind die Dinge aber wunderbar anstöpselbar. Warte mal, er war vorher mit seiner Frage. Ja. Ja. Mobile.org kann auch anzeigen. Da bastelst du deine eigene Agenda und das ist das, was dann exportiert wird auf dein Handy. Zwischen deinen E-Mails und dem Handy gibt es zig verschiedene Wege. Also über WebDAV, Dropbox, keine Ahnung, FTP vielleicht sogar noch. Ich weiß nicht, das ist eine Liste von 5, 6, 7 verschiedenen Protokollen, was Mobile.org synchronisieren kann. Da musst du halt ein passendes für dich suchen.
und musst Mobile Org konfigurieren und dann kannst du aussuchen, welche Agenda landet auf mein Handy. Und ja, der Weg zurück ist eh immer derselbe, nämlich alles, was du auf Mobile.org eingibst, landet in der Org-Mod-Datei, die du in Mobile.org als Ziel definiert hast. Und da poppt es dann einfach auf, wenn du den Synchronisationsbefehl im Emacs anstoßt. Das gibt es übrigens nicht nur für Android, sondern auch für iOS. Lange Jahre war sogar die Version von iOS das viel besser wie die von Android. Ich habe gehört, ich habe kein iOS, ich habe gehört, dass dort der Maintainer nicht mehr iOS verwendet. Was verwendet er wohl dann? Und deswegen das Paket ein bisschen gelitten hat. Ich bin da aber nicht am letzten Stand. Du hast eine Frage gehabt? Ach so, okay. Wir schalten die Stati um. Ist das richtig? Zeige ich euch gleich. Ja, mache ich da eine neue Überschrift, dann mache ich eine neue Aufgabe, okay, und dann mache ich einen Shortcut, Steuerung C, Steuerung T, dann komme ich unten zu dem Menü und sage, das ist jetzt N, Next. Wenn ich jetzt Scheduled haben will, dann mache ich Steuerung C, Steuerung S, ich muss jetzt immer nachdenken, weil ich habe das in die Finger und denkt man nie Steuerung C, Steuerung S, sondern druck es einfach. Dann komme ich in diesen Date-Picker-Dialog, der übrigens echt geil von der Usability ist. Und dann kann ich mir entweder mit Alt-Pfeiltasten einen Tag aussuchen oder ich kann einfach geben to, Enter und dann habe ich für den nächsten Dienstag das gescheduled. Oder ich kann sagen plus eine Woche, Enter und dann hat es halt für 12.4. gescheduled. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ja? Also das verwende ich, wie ich das setze. Feintuning, wie du schon richtig gesagt hast, mit Shift links, rechts kann ich da die Tage durchgehen. Respektive ich kann auch mit Shift auf für oben gezielt die Monate durchgehen und so weiter und so fort. Also das ist ziemlich geil. Kann man natürlich auch dann mit Uhrzeiten machen. Kann ich auch so die Uhrzeiten auf und ab zählen. Also das ist ziemlich cool gemacht. Ich finde den Datepicker wirklich gelungen. Wenn ich auf den arbeite, dann setze ich es auf Started und ich habe das so konfiguriert, dass eben solche Dinge immer, also das wird automatisch, das sind Metadaten, ja, die interessieren im Normalfall nicht. Aber da steht zum Beispiel drin, wann ich die Überschrift erstellt habe. Das habe ich so konfiguriert, dass ich weiß, aha, den Task, den habe ich vor 7 Jahren erstellt, hat mich bis jetzt nicht interessiert. Das ist eine Metainformation, die wichtig ist, dass ich es wegschmeißen kann. Ja. Und da im Logbook Drawer, da wird dann mitgeschrieben, wann was rescheduled worden ist, aber nicht das mit Shift links rechts, sondern nur wenn ich Steuerung CD mache. Wenn ich einen Statuswechsel habe, müssen es eigentlich drin sein, wenn ich es auf Done setze, sieht man halt, dass es State Done from Started Uhrzeit und da seht ihr schon inaktive Timestamps. Übrigens, für diejenigen, die OrgMod verwenden, ich habe das nämlich lange Zeit nicht kennt, Wechsel zwischen inaktiv und aktivem Timestamp ist mit ebenfalls Shift rauf runter. Ich finde das echt geil. Das habe ich lange Jahre immer einen Text ausgewechselt, das ist ein voller Blödsinn. Einfach mit dem Cursor auf der Klammer rauf runter und dann kann man aktiv, inaktiv tauschen. Also ihr seht schon, das Shift rauf runter links rechts, Alt rauf runter links rechts, das wird so oft wieder verwendet. Damit kann man quasi schon 90% der Sachen machen, die einen interessieren an Änderungen und man muss sich nicht 100.000 Kürzel merken. Das ist viel besser wie in Wien. Bitte. Gerne. Warte mal, wenn du schon vorne sitzt, für die Kamera. Der Ton ist wichtig. Da ist eine Kamera. Kennst du plötzlich keine Frage mehr? Kennst du Pandoc? Ja, vom Hören sagen, es gibt einen Export dazu. Genau, ich wollte dich fragen, ob du damit Erfahrung hast. Aber wenn. Weil der Pandoc kann seit neuestem nach OrgMod exportieren, habe ich gelesen, aber ich. Okay. Also,
sehr viele Dinge können nicht ins OrgMode-Format exportieren. Ich hoffe, das ändert sich. Aber OrgMode kann sehr viel anderes. Und das ist der Grund, warum sehr viele Buchautoren, E-Book-Autoren, ich glaube, das ist Ziel in die Richtung, mit OrgMode ihre Bücher komplett schreiben und dann einfach noch DocBook, Pandoc, was der Teufel, was, ich kenne mich da nicht aus, noch LaTeX oder über LaTeX in PDF exportieren und that's it. Vielleicht noch Feintuning, weil die Tech-Datei kann man ja auch bearbeiten, die generiert wird, wenn es sein muss. Aber LaTeX, also der Export ins LaTeX hat gerade mit der Version 8 sehr, sehr viel gewonnen, weil da ist das ganze Exportzeug vereinheitlicht worden. Vor der Version 8 hat auch jeder Exportfilter seinen eigenen Parser und so weiter gehabt und das ist mit Version 8 pipi-fein sauber gelöst worden. Und einen neuen Exportfilter selber schreiben soll auch sehr einfach sein, wenn man eLisp kann, was ich nicht so kann, leider. Aber wenn man eLisp kann, ist das Heimat. Okay, war das die erste Frage? Das waren beide. Okay. Also, wenn Sie euch überlegt, ein E-Book zu schreiben zum Beispiel, es gibt genug Autoren, die geben, die blocken, wie sie das alles machen, wie sie die Probleme lösen, weil OrgMode ist relativ High-Level, ne? Das ist so wie Wiki. Und Wiki schreibt sie relativ flott und einfach, im Gegensatz zu HTML oder Word. Ich habe es in den Mund genommen, sorry. Und das ist sehr fein, weil das kann man dann auch versionieren, das ist in einem Git drinnen oder in einem Subversion, egal was. Das ist echt fein. Also sehr viele verwenden das zum Authoring. Also viele Leute verwenden OrgMode ausschließlich zum E-Book schreiben, sonst nichts, nur E-Book schreiben. Da war noch irgendeine Frage. Na, hat sich das erledigt mittlerweile? Okay, eine andere Frage. Fragen, Fragen, Fragen. Bitte. Verwendest du Menschen deine E-Mails auf in E-Mails, beziehungsweise verlinkst du zwischen OrgMode, ja, okay, und externen? Verstehe. Die Frage geht in Richtung Verlinkung zwischen E-Mail und OrgMode. Wenn ich das wollte, würde ich GNUs oder so irgendwas verwenden im E-Mail. Ich habe allerdings eine Border zwischen E-Mail-Server, also E-Mail, mein E-Mail-Client rennt auf einen Root-Server in Deutschland. Ich verwende MAT als E-Mail-Client, aus historischen Gründen und weil man einfach gute Dienste leistet. Und verwende OrgMode aber nicht auf den Rechner. Jetzt habe ich da eine gewisse Hürde, die man sicherlich auch überbrücken kann. Wenn das beides auf einem Rechner ist, gibt es etwas, das nennt sich OrgProtocol. Wird hauptsächlich verwendet, damit man Sachen vom Browser in OrgMode reinkriegt. Also Bookmarks oder ich glaube sogar Content, wurscht was. Und OrgProtocol ist ziemlich unabhängig von dem, was es in OrgMode reinbringt. Das heißt, du musst da nur eine Brücke basteln, wenn dein Mail-User-Agent scriptable ist. Spätestens mit OrgProtocol kriegst du das rein. Ich halte das aber auf ein Minimum. Also wenn ich mich auf eine E-Mail beziehe, mag ich persönlich, und das mache ich nicht so oft, einfach nur einen Timestamp, wann das E-Mail gekommen ist. Und dann habe ich auf meiner Agenda eine Brücke, weil auf meiner Agenda landen die E-Mails auch aus dem Archiv. Ja, das mache ich mit dem Timestamp. Also ich tue sehr viel, also ich möchte kurz noch herzeigen, hoppala, ich bin nicht nach Reihenfolge vorgegangen. Also ich mache das, kurz von der Antwort, ich mache das sehr selten bis nie, deswegen habe ich mir da nicht sehr viel überlegt, ehrlich gesagt. Aber es gibt sicherlich Möglichkeiten. Kurz den Disclaimer, für den nicht umsonst tippt habe, ich bin kein eLisp-Profi, das habe ich schon erwähnt. Und wenn da jetzt der E-Mail hängen bleibt, dann ist das, weil ich gerade irgendein blödes Performance-Issue habe. Und ich bin noch nicht drauf gekommen. Ich habe ehrlich gesagt noch keine Zeit gehabt, das zu analysieren. Aber nur nicht lachen, wenn ich den E-Mail killen muss. Bitte? Hauptsache der Sven hat es gehört, ja. Aber wenn der E-Mail bei einer Operation in eine Endlosschleife geht, die der Wim niemals können werden wird, dann habe ich eigentlich nicht so ein schlechtes Gewissen. Noch einmal, das Unwichtigste an dem Ding ist, dass es ein Editor ist.
Das ist wirklich sowas von wurscht. Zufälligerweise schimpft er sich auch Editor. Und wer Vim-Fan ist, für alle, die es nicht wissen, kann man den Emacs auch in verschiedenen Modi verwenden, wo man die Vim-Shortcuts verwenden kann. Ich kann beides, ja. Also ich verwende Vim zum E-Mail schreiben, zum Config editieren, zum Newsgroup-Posting schreiben, zum was der Teufel was und den Emacs für Org-Mode und Programmieren und was der Teufel was, ja. Ich switch da hin und her und ich hatte noch nie das Bedürfnis, da jetzt an Viper-Mode oder wie die alle hassen. Also ich verwende den Emacs-Native und den Vim-Native und finde, das ist eigentlich ganz cool, weil dann kann ich mir aussuchen, was ich gerade brauche. Und der Vim ist ja, er kann ja durchaus was, wenn man einen Editor braucht. Der flott startet. So. Für den Fall, dass eben ich ein sehr scheues Publikum habe, habe ich ein bisschen was vorbereitet. Wenn es euch interessiert, kann ich von den vorbereiteten auch was bringen. Ich möchte es nur kurz aufklappen, damit ihr seht, was über zur Auswahl steht. Also ich fange unten an, weil das ist kleiner. Meine Agendas durchgehen, die Captures herzeigen, das habe ich schon gemacht. Technisches, wir haben Boxplot-Grafiken aus Daten rendert, falls es mich interessiert. Und da ist noch ein Verweis auf meinen OrgMod-Teaser, der ist auch verlinkt, habe ich hauptsächlich wegen einem Link da. Die OrgMod-Datei gebe ich natürlich zu die Vortragsvorlagen, Unterlagen dazu. Und da habe ich jetzt eine Übersicht, was ich denn nicht alles mit dem OrgMod mache. Ich tue das jetzt einmal zusammenklappen da, damit man mehr auf einer Seite sieht. Ja, passt. So, also da sind nur die Hauptüberschriften, wo ich mal so Brainstorming gemacht habe, was denn so meine groben Gebiete sind. Das wird unterschiedlich tief und das ist priorisiert, Daumen mal Pi nach Verwendungshäufigkeit. Also, da ich meine Dissertation schon längst abgeschlossen habe, ist das jetzt sehr im Hintertreffen. Ich koche nicht wahnsinnig viel. Aber da wird es dann schon häufiger. Das da ist ein ganz spannendes Projekt, wo auch sehr coole Leute mitprogrammiert haben, die teilweise auch hier sitzen, wo ich zum Beispiel, wie ich schon erwähnt habe, meine E-Mails in OrgMod reinkriege, meine SMS, meine Telefonanrufe kriege ich alles auf meine Agenda, meine Fotos kriege ich auf meine Agenda. Warte mal, ich kann es dann eh aufklappen, weil das ist ziemlich beeindruckend, finde ich, und das leistet mir extrem geile Dienste. Meine Bankauszüge, meine Delicious Bookmarks, alle Dateinamen, wo ein Timestamp im Namen vorkommt, landen da oben, da sind die Fotos auch dabei. Alle meine Commits in Versionsverwaltungssysteme landen auf meiner Agenda, meine E-Mails, meine Postings, meine Anrufe, SMS, meine Anwesenheitszeiten daheim und in der Firma und damit schreibe ich meine Arbeitszeiten automatisch mit, also da mache ich nichts manuell. Meine Schlafenszeiten werden mitgeloggt, indem ich einfach mitlogge, wann ich das Handy aus- und einschalte, weil wenn ich schlafe, dann habe ich es ausgeschalten. Dadurch weiß ich, wie lange ich geschlafen habe und das erscheint auf meiner Agenda. Und meine Tweets. Und wahrscheinlich noch fünf andere Sachen, die dann über die, also zig andere Sachen, die einfach über die Dateinamen mitgehen, weil ich sehr viel, sehr oft in den Dateinamen Datumsstamps, also ISO-Datestamps oder ISO-Timestamps vorn drin habe, also einfach 2014-04-05 und dann landet schon automatisch in meiner Agenda. Also da mache ich wahnsinnig viel, dass das auf meiner Agenda erscheint. Sarkastische Frage. Ja. Eine Minute in meinem Leben, das nicht durchgeplant ist. Ich glaube, ich habe das für Sommer gescheduled. Ja, also wie man schon merkt, ich bin da übertrieben unterwegs, das ist mir auch bewusst. Meine Ausrede ist, es macht mir einfach Spaß, sich mit dem Ding zu beschäftigen, das sogar über das Level hinausgeht, wo es mein Leben vereinfacht. Das ist einfach ein Hobby meinerseits. Wenn es ihr so wenig wie möglich mit dem Zeug um ein Dummtun hat, ihr müsst es ja nicht so betreiben wie ich. Aber das höre ich öfters. Und glaubt mir's, wenn jemand vorhat, sein Leben durchzuplanen oder zumindest Sachen nicht zu vergessen, mit dem Teil ist es am bequemsten. Bitte. Weil du sie Bankauszüge jetzt. Ja. Ich suche schon seit langer Zeit eine Möglichkeit, ausführlich meine Ausgaben zu verfolgen. Wenn ich jetzt Bankbehebung, also Geldbehebung mache, dann scheint es ein Bankauszug mit auf. Ja.
Wenn ich mit meiner Bankomatkarte was behebe oder wenn ich was bezahle beim Hofer oder so, erscheint das alles auf meiner Agenda. Wenn es mit der Bankomatkasse bezahlt? Ja, alles was mit Bankomat zu tun. Bankomat ja, mach da eine Capture für Ausgabe und eine Capture für Einnahme. Fertig. Dann musst du einfach nur eine Steuerung CC und die Summe und vielleicht noch ein Ding machen. Dann kommt es bei einer Tabelle dazu. Bei der Tabelle kannst du dann alle Berechnungen machen, die du lustig bist. Du kannst das visualisieren mit Graphen über R oder über, wie heißt das von Python? Vergiss ich mal. Das Visualisierungs-Library von Python, bitte? Matplotlib, wurscht. Egal welche Tool, du kannst da sogar von deinen Aufgaben einen Projektmanagement-Auszug in Task-Juggler ausholen. Ja? Das ist alles kein Problem. Du musst es nur irgendwie in Org-Mode reinkriegen. Ja? Hoppala, ja, ich sehe gerade, ich bin schon in Overtime. Ja, genau. Schlussworte, glaube ich, kommen schon langsam. Na, gibt es noch brennende Fragen? Bitte? Zeiterfassung? Da fragst du am besten er. Ich habe nie was mit Zeiterfassung gemacht, da kenne ich mich leider nicht aus. Der Alex ist da viel besserer Profi inzwischen wie ich. Also mache ich automatisch durch Handy, ist im Firmen, also sieht das Firmen-WLAN, da buche ich mir ein, und Handy verlässt das Firmen-WLAN, da buche ich mir aus und das war's. Ja, da fragst du am besten eher, mehr als Profi. Ja. Nein, mach ich manuell. Hat noch wer eine Frage? Du hast eine Frage? Du auch, ja, was? Ja, also wenn du den E-Mails als Mail-Client verwendest, geschenkt. Bitte. Kontaktverwaltung? Ja, aber das wird sich jetzt nicht mehr ganz ausgehen. Also ich möchte nämlich den nächsten Vortrag eine Zeit wegnehmen. Das ist bei mir allerdings sehr, sehr, sehr einfach gehalten. Eins wollte ich noch sagen. Ah, genau. Ich wollte noch darauf hinweisen. Erstens einmal, es gibt bei jedem Vortrag für die Grazer Linux-Tage auf der Vortragsseite Feedback. Das ist so ein grünes Ding rechts in der Mitte. Bitte nutzt es, auch bei mir. Wenn irgendwas euch nicht gefallen hat, schreibt das eine. Wenn euch was gefallen hat, dann schreibt das zweimal rein. Ansonsten gibt es noch ein extrem geiles Streitgespräch zwischen Heinz Wittenbrink und mir, das leider Gottes ein bisschen schwach besucht war, aber ein super Video zum Thema, wo auch OrgMode und meine exzessive Organisation und Umgang mit Cloud ein Thema ist da dabei. Also wer eine Stunde Zeit hat, soll sich das anschauen. Ich habe, also nicht weil ich drinnen bin, sondern ich habe das Feedback gekriegt, dass das Video oder die Diskussion sehr gut war. Schaut es euch an. Ich find's echt gut gelungen, und man hat da auf den Zwischenpol, ich lebe in der Cloud und ich bin so paranoid wie ich. Die Sachen, die ich eben nicht erwähnt habe, sind da in Überschrift dabei. Und was war dein Punkt nochmal? Kontaktverwaltung. Okay. Morgen im Realraum um 16 Uhr, also ab 16 Uhr ist so ein Show and Tell. Ich weiß nicht, ob ich was mache, weil letztes Jahr, das artet dann immer so aus, wenn ich anfange, weil jeden interessiert es, was der OrgMode noch nicht alles noch zusätzlich kann. Und dann gehen uns irgendwann die Taschentücher für den Sven aus, weil der so zum Blären anfängt. Also morgen gibt es, da wird nicht nur ich sein, sondern ein Haufen Leute, die so coole Sachen wie ein OrgMode vorstellen, kommt zum Realraum. Du hast noch eine kurze Frage? Ja, angenommen. Zahlt sie aus. Ja. Also wenn jemand anfängt mit einem OrgMode, orgmode.org ist die Hauptseite, super Dokumentation, klasse Tutorials, und die Community-Seite dazu ist orgmode.org/worg, W-U-R-G, beziehungsweise auch die Links da bei meinem Vortrag.
Und da kommst du zum Beispiel auch zu einem Teaser, wo die wichtigsten Features zusammenfasst. Wer des Englischen mächtig ist, der wird in der Doku sehr, sehr viele echt coole Sachen finden. Ich empfehle aber die ganzen Tutorials und Introductions of Work. Da gibt es auch, was weiß ich, Emacs in 20 Minutes, glaube ich, oder so irgendwas. Und da haben verschiedene Leute verschiedene Introductions gesammelt oder verlinkt. Ich mache das auch nicht zum ersten Mal. ja, also für mehr Show and Tell jetzt noch vielleicht 5 Minuten. Ansonsten morgen im Realraum. Ansonsten sprecht es mich an oder schickt es mir was. Ich habe eine Homepage, karl-volt.at, wo ich seit kurzem mit OrgMode blogge. Ich habe eine eigene Software geschrieben, die echt geil ist und noch geiler wird. Und ich bin auf Twitter, da Novoid, das schreibt sie ein bisschen deppert. Novoid, ja. Novoid, so, jetzt habe ich es. Da mache ich auch natürlich OrgMode-Sachen, nicht nur. So, ansonsten vielen Dank, ich habe leider überzogen. Kommt zu mir, fragt mal Fragen in den Bauch. Vielen Dank. Thank you.